Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Herzlich willkommen an diesem Freitag, den 29. November. Die Woche neigt sich dem Ende zu und hat nochmal einen kleinen innenpolitischen Paukenschlag zu bieten. Während anderswo, zum Beispiel in der Ukraine, die offene Feldschlacht blutige Realität ist, veröffentlicht die FDP unter zunehmendem medialen Druck ein 8-seitiges Strategiepapier, in dem mit Blick auf den Koalitionsbruch im militaristischen Macho-Sprech von eben jener offenen Feldschlacht und einem D-Day die Rede ist. Mit martialischen Worten werden Ablaufszenarien und Maßnahmen beschrieben, um das Ende der Koalition mit SPD und Grünen möglichst unbeschadet für das Ansehen der Partei herbeizuführen. Damit ist jetzt bewiesen, was seit einigen Wochen kolportiert und gemutmaßt wird. Die FDP hat den Bruch der Koalition von langer Hand vorbereitet. Die konzertierte Miene von Christian Lindner am Abend seiner Entlassung war allem Anschein nach nur gespielt. Alles war fein säuberlich und von langer Hand vorbereitet. Was bedeutet dieses Papier für die Zukunft der FDP, die Zukunft von Christian Lindner und dem Ansehen des Liberalismus in Deutschland ganz generell? Darüber wollen wir heute hier im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen, und zwar mit einem der prominentesten Stimmen der FDP, nämlich ihrem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie dabei sind. Hören wir zu Beginn doch einmal in ein paar besonders schmackhafte Passagen dieses geleakten Strategiepapiers hinein. D-Day-Ablaufpyramide. T gleich 0, Phase 1, Impuls. Statement CL vor Presse. Kernlinie wird zu Beginn und Ende des Statements platziert. In Klammern Schlachtruf. T plus 1 bis 4 Stunden. Phase 2. Narrativ qualitativ setzen. Video CL für Partei versenden. Nahbarer als Statement. Schlachtruf wiederholen. Video auf allen Kanälen verbreiten. Telefonliste Top-Multiplikatoren abarbeiten. T plus 4 bis 30 Stunden. Phase 3. Narrativ quantitativ verbreiten. Kacheln und Kurzvideos für Social-Media-Kanäle verbreiten. T plus 24 Stunden, Phase 4. Beginn der offenen Feldschlacht. Zu entscheiden, erstens Timing, der ideale Zeitpunkt. Der avisierte Ausstieg zur Mitte der KW 45, in Klammern 4.11. bis 10.11., birgt Risiken wegen der US-Präsidentenwahlen am 5.11. und einer möglichen langen Phase der Ungewissheit über den Ausgang bis hin zu chaotischen Zuständen im Falle einer knappen Niederlage Trumps. Kernnarrativ, alles außer unentschieden, Richtungsentscheidung jetzt. Zu entscheiden, zweitens Ablauf, der ideale Weg. Um die Hoheit über die Kommunikation zu halten, muss diese strategisch gesteuert erfolgen und darf nicht durchsickern. Es ist entscheidend, die ersten Sätze und Bilder zu einem Aus der Koalition zu setzen. Zu entscheiden, drittens Kanal, das ideale Bild. Neben den Worten sind die Bilder der Verkündung entscheidend. Diese müssen eine Position der Stärke, Entschlossenheit und Überzeugung ausdrücken. Die Atmosphäre muss ernsthaft, aber nicht getrieben wirken. Option A, Pressestatement. Option B, TV-Interview, Sondersendung. Option C, Social-Media-Video, Selfie. Option D, Gastbeitrag FAZ. Option 4, Gastbeitrag FAZ. Immerhin hier beweist die FDP Klasse. Wenn es um den geeigneten Kanal für das ideale Bild geht, dann sind wir immer noch erste Wahl. Ich freue mich jetzt, unsere FDP, unter anderem FDP-Expertin Friederike Haupt, hier begrüßen zu können im Berliner Studio. Grüß dich, Friederike. Hallo, Simon. Ja, das Papier enthält eine detaillierte Planung, wie die FDP den Ausstieg aus der Ampelkoalition positiv darstellen kann. Festgehalten ist unter anderem ein Kernnarrativ, ein vorbereitetes Statement von Parteichef Lindner ist auch enthalten und Szenarien, wann, wo und über welche Kanäle man den Ampelbruch am besten verkünden könnte. Wie ordnest du dieses Papier politisch ein? Also ich finde das Papier zunächst mal sehr bemerkenswert. Lange war ja bestritten worden, dass es diese Art von Papieren überhaupt gäbe. Jetzt heißt es aus der FDP, es gäbe unendlich viele solcher Papiere, dieses sei nur eines von wahnsinnig vielen. Mich würde interessieren, welche es noch gegeben haben könnte. Es heißt ja, es seien Szenarien durchgespielt worden. Das finde ich per se nicht problematisch. Jemand, der sich auf eine schwerwiegende Entscheidung vorbereitet, prüft Optionen. Aber hier ist in diesem vorliegenden Papier ist ja eine Option beschrieben, und zwar die, dass die FDP selbstständig Eigeninitiativ die Regierung verlässt. Also sollte es andere Papiere geben, würde es mich sehr interessieren, wo die sind und was da drin stehen. Das Gefühl, was man hatte an dem Abend, die konsternierte Miene von Herrn Lindner, dass er da sozusagen vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, der Kanzler den Bruch kalkuliert habe, das ist doch jetzt alles als Lüge dechiffriert. Teils, teils. Also Lüge weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass Christian Lindner
an dem Abend in der Tat geschockt war, aber möglicherweise nicht davon, dass die Regierung zerbricht, sondern dass der Kanzler ihm zuvor gekommen ist. Verstehe, ja. Okay, jetzt nochmal ganz kurz zu diesem Papier. Warum veröffentlicht die FDP das jetzt selbst? Weil sie musste, weil andere es hatten und der FDP auch schon signalisiert hatten, dass sie es haben, also Journalisten der Zeit und der Süddeutschen Zeitung. Dann hat es auch die Redaktion von Table gehabt, mutmaßlich aus einer anderen Quelle als die erstgenannten Zeitungen. Also es heißt, dass die FDP dann selbst das Papier an einige Journalisten gegeben haben könnte. Und dann hat sie es online gestellt, damit möglichst viele darüber berichten und die Berichte, die sie am meisten fürchtet, vielleicht in der Masse der Berichte weniger zur Geltung kommen. Und in der Tat erscheinen ja jetzt auch sehr viele verschiedene Deutungen des Geschehens. Allerdings, dass jemand sagt, wo ist die Nachricht, wie Christian Lindner das noch vor wenigen Tagen zu ersten Berichten gesagt hat, das sagt niemand, die Nachricht ist offensichtlich. Wen vermutest du dahinter? Wer hat das durchgestochen? Also ich möchte niemanden beschuldigen, denn ich weiß nicht, wer es durchgestochen hat. Es gibt allerdings noch zwei maßgebliche FDP-Leute, die in der Regierung sind. Das ist der Minister Wissing, der aus der Partei ausgetreten ist, und der Regierungssprecher Büchner. Wer von denen welches Interesse hat oder auch nicht hat, maße ich mir nicht an zu sagen. Aber ich weiß, dass in der FDP vermutet wird, dass es aus dem Umfeld von Herrn Wissing kommt. Mhm. Was sozusagen dann ein persönlicher Rachegedanke ja auch nahelegt. Aber die Frage, die sich jetzt natürlich schon alle stellen, ist, was hat das für Konsequenzen für die Parteispitze? Ich meine, der Generalsekretär sagt, wir wussten davon nichts, das Papier sei rein auf Mitarbeiterebene gestanden. Ist das wirklich glaubhaft? Nee, muss ich sagen. Also das glaube ich nicht. Erstens kennt der Generalsekretär sein Haus oder muss es kennen. Und es würde mich sehr wundern, wenn so empfindliche, hochsensible, hochriskante Papiere da kursieren unter Azubis oder auf der mittleren Arbeitsebene. Und die Tatsache, dass da ein Statement von Christian Lindner im Wortlaut drin ist, lässt für mich nur den Schluss zu, dass dieses Statement mit Christian Lindner abgestimmt wurde. Oder er es selbst geschrieben hat oder er es redigiert hat. Er aber zumindest wusste, dass da sowas existiert. Denn Christian Lindner ist nun wirklich kein Politiker, der von anderen vorbereitete Texte einfach abliest. Und das heißt jetzt in der Konsequenz, wird er unter Druck geraten? Er ist extrem unter Druck, nicht nur deswegen, also auch schon seit Monaten. Also er ist Druck gewohnt. Das wird ihn mutmaßlich zu der Auffassung führen, dass er auch diese Sache noch durchstehen wird. Es hängt ein bisschen davon ab, was für Beweise jetzt noch auftauchen zu der Frage, wer dieses Papier tatsächlich gekannt hat. Wenn die FDP es durchhält oder die FDP-Führung es durchhält, zu sagen, wir kannten das nicht und niemand ihnen nachweisen kann, dass sie es kannten, kann das im Sinne gut gehen, dass er sozusagen die einfach weitermachen bis zur Bundestagswahl und das aushalten und hoffen, dass dann so nach Weihnachten ein anderer Fokus irgendwie interessanter wird für die Öffentlichkeit. Wenn jetzt allerdings noch irgendein Leak kommt, noch irgendein Verteiler, wo dieses Dokument an die genannten Führungspolitiker gegangen ist oder eine Mitschnitt, wäre natürlich illegal, wenn Sitzungen mitgeschnitten worden wären, aber möglicherweise hat irgendjemand sowas gemacht, das wäre dann natürlich echt final. Dass die Lüge würde man, glaube ich, dann nicht auch noch verzeihen. Wie ist die Stimmung so in der FDP selber? Ich meine, man hat ja schon ein paar Stimmen auch gehört, Agnes Strack-Zimmermann, die das durchaus kritisch sieht, auch andere, die sagen, das ist eine Wortwahl, die wir absolut nicht gutieren. Hm. Rumort es da jetzt auch ein bisschen? Wackelt der Stuhl von Lindner auch intern? Ich meine, wir sind nicht so lange mehr hin zur Bundestagswahl. Das ist natürlich jetzt ein wahnsinniges Risiko auch für die Partei. Ne? Hm. Andererseits hat sie eigentlich keine Wahl, also so kurz vor der Wahl, vor der Bundestagswahl noch den Spitzenkandidaten zu wechseln. Also Lindner ist noch nicht offiziell benannt, aber es läuft auf ihn hinaus, wäre auch extrem riskant. Und es hat in den letzten Wochen immer wieder geheißen, er soll es machen, er ist der Beste. Wir haben in Anführungszeichen nur ihn als glänzende Figur, als überragende, also intellektuell herausstechende Figur, als unser bekanntestes Gesicht. Und deswegen glaube ich, dass ein Kreis von Leuten, der in diese Sache involviert ist, viel tun wird, um Lindner zu schützen. So war es auch in den vergangenen Tagen schon. Also es fällt kein schlechtes Wort über ihn aus seinem engsten Umfeld. Und aus der Fraktion sind, glaube ich, einfach die Leute, die verstimmt sind, erschrocken sind, sind einfach still.
Die sagen auch nichts öffentlich. Gibt es denn auch von der jüngeren Generation nicht irgendjemanden, der da auch jetzt nachkommt, der auch den sozusagen Herausforderer geben könnte? Auch vielleicht dann, sagen wir jetzt mal, nach der Bundestagswahl? Ja. Also ich denke, es gibt einige Kandidaten, die immer wieder genannt werden, Johannes Vogel, Konstantin Kuhle, auch Christian Dürr, die in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und auch der Parteiöffentlichkeit nicht dasselbe Format haben, was aber auch schwer ist nach einer Zeit als Parteivorsitzender von 11 Jahren. Also wer hat da schon dasselbe Format? Also ich denke, die Frage wird sich dann nach der Bundestagswahl stellen, wenn nicht noch etwas geschieht, was mir jetzt eher unwahrscheinlich vorkommt, was die FDP dann doch zu einem respektablen Ergebnis führen. Da noch mal zuletzt das genau gefragt. Ich meine, wie ist dein Blick überhaupt? Man hat ja fast schon Mitleid, muss man ehrlicherweise sagen, mit der Partei. Erst kam Pech und dann auch Unglück dazu. Oder wie ist das? Wie ist der Satz? Also ich meine, die Chance, dass sie über 5% kommen, ist im Moment nicht besonders hoch, oder? Ja, das stimmt. Wir sehen es jetzt allerdings auch sozusagen mit den Augen derer, die unter dem Eindruck dieses bemerkenswerten Vorgangs stehen und der Umfragen der letzten Monate. Es ist immer sehr viel Dynamik in einem Wahlkampf, vor allem in den letzten 6 Wochen. Da hat ja auch Olaf Scholz vorgeführt, wie man da sozusagen aus einer elenden Position Bundeskanzler wird. Also ich halte es für überhaupt nicht ausgeschlossen, dass eine FDP grundsätzlich 6 Wochen vor der Wahl bei 3% steht und zur Wahl bei 7 oder 8%. Aber die Ausgangssituation ist jetzt massiv verschlechtert worden, dadurch, dass auch Leute, die die Partei wohlwollend betrachten und die auch die Regierungsarbeit der FDP immer wieder auch gelobt haben, immer wieder auch die Beharrlichkeit, die Geduld tatsächlich auch der FDP in der Regierung hervorgehoben haben, sehen, dass jetzt etwas vorliegt, was gar nicht in einer bestimmten Sache höchst problematisch ist, sondern in der Art und Weise, wie die FDP die Öffentlichkeit darüber informiert hat. Also du würdest nicht so weit gehen zu sagen, sie ist mit diesem Papier jetzt endgültig, sollte man ihr keine Verantwortung mehr geben, weil sie ist nicht regierungsfähig. Also sie hat, das Papier wirft ein sehr schlechtes Licht auf sie. Ich würde immer noch sagen, mir fehlen Informationen. Ich wüsste gerne, gibt es weitere Papiere? Es hieß immer, es gibt viele verschiedene Szenarien, wenn es jetzt weitere Papiere gibt über Szenarien. Hier hören ja vielleicht auch einige FDP-Politiker zu. Schicken Sie sie mir bitte, sprechen Sie mich an, legen Sie sie mir vor, auch gerne nur auf Papier. Ich würde sie wirklich gerne sehen, auch Herr Kubicki, herzlich willkommen. Wenn das dieses einzige Papier ist, was die FDP zur Verfügung stellt, um über die letzten Wochen zu reden, dann muss ich sagen, ist das wirklich enttäuschend, glaube ich, für sehr viele Anhänger der FDP. Sehr gut, dann können wir doch mit dieser Frage gleich in das nächste Gespräch gehen und vielleicht wird die Enttäuschung ja von Friederike, von dir dann, von Herrn Kubicki jetzt gleich gelindert etwas, wenn er noch ein paar Papiere rausrückt und dir schickt. Vielen Dank dir erstmal heute für die Einschätzung. Sehr gerne. Also es könnte Wissing gewesen sein, sagt unsere FDP-Expertin. Vielleicht hat er das Papier durchgestochen und die FDP damit aus Rache in eine hochbedrohliche, man kann an diesem Tag wahrscheinlich schon mit Fug und Recht sagen, lebensbedrohliche Situation gebracht. Die Frage ist nur jetzt, welche Konsequenzen wird das Ganze haben? 2 personelle Konsequenzen haben sich in der Zwischenzeit schon mal ergeben. Der FDP-Bundesgeschäftsführer Carsten Reimann und der FDP-Generalsekretär Djosaray haben ihre Rücktritte verkündet. Bauernopfer, sagt man dazu, glaube ich. Hören wir kurz rein in das Statement von Djosaray. Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute Morgen dem Parteivorsitzenden erklärt, dass ich als Generalsekretär der FDP zurücktrete. Ich habe unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert. Dies war nicht meine Absicht, da ich selbst keine Kenntnis von diesem Papier hatte, weder von der Erstellung noch von der inhaltlichen Ausrichtung. Dafür entschuldige ich mich. Für einen solchen Vorgang ist der Generalsekretär verantwortlich. Daher übernehme ich die politische Verantwortung, um Schaden von meiner Glaubwürdigkeit und der FDP abzuwenden. Vielen Dank. Mit Blick auf die Bundestagswahl in ein paar Monaten ist das jetzt ein hochriskanter Moment für die FDP. Ein Moment, in dem es für sie um alles oder nichts geht. Heute ist ein Schicksalstag für diese Partei. Wie gut, dass wir an so einem Tag mit einem ihrer prominentesten Wortführer sprechen können. Ich begrüße jetzt im FAZ-Podcast für Deutschland den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Wolfgang Kubicki. Ich grüße zurück. Herr Kubicki, Ihr Generalsekretär und Ihr Bundesgeschäftsführer sind heute zurückgetreten. Wann tritt Ihr Parteivorsitzender zurück? Gar nicht. Warum sollte er das tun? Also die Tatsache, dass der Generalsekretär festgestellt hat, dass in seinem Organisationsbereich Dinge passieren, von denen er keine Kenntnis hat,
haben ja zu bewogen zu sagen, ich trete zurück. Ich hätte ihm das auch dringend angeraten. Ich bin ja von Haus aus Anwalt, wie Sie wissen. Wenn in meinem Organisationsbereich etwas passieren würde, von dem ich keine Kenntnis habe, mit solchen Auswirkungen, dann würde ich auch zurücktreten, vor allen Dingen, weil ich ihm wirklich persönlich glaube und ich kenne ihn lange und gut, dass er genauso wie ich bis gestern Nachmittag von der Existenz eines solchen Papiers nichts gewusst hat. Gibt es ein Papier oder gibt es, wie man hört, mehrere Papiere, die so strategische Szenarien entworfen haben? Ich kenne keins, um es so zu sagen, und ich finde es auch ziemlich merkwürdig. Ich hätte auch ein solches Papier nie geschrieben, obwohl ich, wie Sie wissen, bereits seit dem Sommer massiv darauf dränge, dass die Ampelkoalition zu Ende ging, weil sie keine gemeinsame Grundlage mehr hat. Nicht, weil ich die nicht wollte, sondern weil die Politik einfach nicht mehr so gestaltbar war, dass es fürs Land gut war und für die drei Ampelkoalitionäre. Das habe ich mit offenem Visier gemacht, immer wieder auch. Ich kann aber nicht ausschließen, dass nicht ein Abgeordneter oder ein Mitarbeiter eines Abgeordneten oder andere Persönlichkeiten sich Gedanken gemacht haben darüber, wie diese Koalition beendet werden kann. Aber ich kann Ihnen sicher sagen, dass kein Führungsgremium der Partei, weder das Präsidium der FDP noch der Bundesvorstand noch der Fraktionsvorstand der Fraktion jemals mit solchen Papieren konfrontiert wurden. Ist das wirklich glaubhaft, Herr Kubicki, wenn da ein Statement für Christian Lindner vorformuliert wird, das mehr oder weniger dann auch so von ihm gesagt wurde? Ja, nun hat Christian Lindner sozusagen dieses Statement nicht das erste Mal verwandt, sondern vorher schon mal. Er hat ja beispielsweise darauf hingewiesen, dass der Herbst der Entscheidungen ansteht. Auch öffentlich hat er erklärt, wir brauchen eine neue tragfähige Grundlage. Und wir finden noch einmal zusammen oder wir gehen auseinander. Und wenn wir auseinander gehen, dann so wie vernünftige Menschen. Wir wissen das aus persönlichen Beziehungen. Nicht irgendwann ist die Liebe zu Ende, dann macht es Sinn, sich zu trennen, statt beieinander zu bleiben und sich wechselseitig dann zu verletzen. Sehen Sie mir das einfach nach. Ich bin zu alt, um mich an diesen Kinderspielen zu beteiligen. Wir wissen, dass 80% der Menschen diese Koalition nicht wollten. Ich weiß noch, dass in der Woche vor dem Ende der Koalition die ganzen Hauptstadtmedien von Spiegel bis Zeit bis Süddeutsche Zeitung geschrieben haben, macht diesem Spuk ein Ende, hört endlich auf. Nun ist es passiert und dann sollten wir uns darum kümmern, was passiert weiter. Das ist ja auch ein fairer Punkt, so haben Sie heute auch getwittert, genau nach den 80% der Bevölkerung. Mir ist völlig egal, wie es zu Ende ging. Ich bin froh, dass es zu Ende ist und wir endlich was Neues beginnen können. Fairer Punkt, akzeptiere ich, aber warum haben Sie als FDP nicht gleich gesagt, wir wollen, dass es zu Ende ist, sondern Sie haben im Gegenteil die Geschichte rum erzählt, der Kanzler habe einen, Zitat, kalkulierten Bruch herbeiführen wollen. Das stellt sich jetzt ja hier ganz klar in Frage. Ja, noch einmal, also wenn uns Sozialdemokraten und Grüne dauernd vorwerfen, ihr hattet einen Plan, den ich, wie gesagt, in den Einzelheiten so gar nicht kenne, was verwunderlich ist, weil ich Stellvertreter der Bundesvorsitzende bin, und wir hatten keinen, da kann ich nur sagen, ihr habt in der Vergangenheit dokumentiert, wie planlos ihr Politik macht. Es ist doch ein Treppenwitz der Geschichte, wenn wir annehmen sollten, Sozialdemokraten und Grüne seien nicht auch auf das Ende der Koalition vorbereitet gewesen und hätten daran mitgewirkt. Es war ja wochenlang im Raum. Und wenn ich dem Spiegel mal glauben will, dann hat er ja publiziert, dass am 3. Juli sich im Kanzleramt der Bundeskanzler und Bündnis 90 die Grünen getroffen hatten, um das Ende der Ampelkoalition so vorzubereiten, dass die FDP an allem schuld ist. Also noch einmal, ich sage ja nichts dagegen, dass der Kanzler vorbereitet war, er hat drei vorformulierte Reden gehabt. Ich sage nur, man soll da nicht so tun, man sei an die Vorbereitung völlig überrascht gewesen. Das glaubt in Deutschland übrigens auch keiner. Aber wieso verlässt man dann nicht eigentlich einfach eine Koalition, von der man spätestens seit Mai, das haben Sie ja hier im Interview mit uns gesagt, habe ich vorhin nochmal nachgehört, haben Sie gesagt, schon im Mai, ohne Haushalt keine Regierung, also seit Mai ist man eigentlich nicht mehr richtig für diese Koalition gewesen. Warum verlässt man die nicht einfach und sagt, wir wollen das nicht mehr, sondern versucht eben über irgendwelche strategischen Hintertürchen so rauszukommen, dass es am Ende so aussieht, als ob man vor die Tür gesetzt worden wäre? Ja, das ist, glaube ich, gar nicht der Ansatz gewesen. Aber noch einmal, ich bin leider nicht Alleinentscheider in der FDP. Auch da braucht es Willensbildungsprozesse. Auch da gibt es immer wieder Menschen, die Folgen abwägen und sagen, können wir nicht denunzieren, wenn wir nicht sagen, die Koalition ist zu Ende, weil wir keine Gemeinsamkeiten mehr haben, kann es da nicht vorgeworfen werden, in einer Phase des Krieges in Europa verlässt die FDP wieder einmal die Koalition, schon 2017 hat es nicht geklappt. Also Sie brauchen in einer politischen Organisation, wie übrigens auch in jeder Redaktion, einen Meinungsbildungsprozess und der ist nicht an einem Tag herzustellen. Ich habe, das kann ich sicher sagen, bereits unmittelbar nach der Sommerpause gesagt, diese Koalition hat nichts mehr, was nach außen stilbildend für die Beteiligten vermitteln kann. Da ist keine Empathie mehr da drin, da ist keine politische Lösungsmöglichkeit mehr drin. Uns laufen die Mitglieder weg, auch den Sozialdemokraten und Grünen geht es schlecht. Auch die haben ja unter dieser Ampel gelitten. Also lasst uns doch das nett beenden. Und dann sagen wir einfach, dann sollen die Menschen entscheiden, dann sehen wir weiter. Aber noch einmal, wahrscheinlich wird ein älterer Mensch einfach bei jüngeren Menschen nicht so sehr gehört, wie ich mir es wünschen würde. Doch, ich höre Ihnen sehr gut zu und bin auch interessiert an Ihrer Meinung und würde eben noch mal fragen, aus Ihrer Sicht ist denn das, wie ein anderer älterer FDP-Politiker Gerhard Baum heute gesagt hat, ein schwerer Fehler, so ein Papier zu schreiben? Würden Sie das auch sagen? War das ein schwerer Fehler? Egal, wer es gemacht hat.
Also zunächst einmal sehen Sie mir nach, dass ich schon aus Respekt gegenüber Gerhard Rudolf Worm seine Kommentare nicht mehr selbst kommentiere. Das lasse ich einfach so stehen. Aber ich selbst weiß aus eigener Erfahrung, dass es, da ja in Deutschland nichts geheim bleibt, einfach komplett irre ist, wenn man die Überlegungen, wie man ein Ende der Koalition gestaltet, auf ein Papier schreibt. Und also ich wüsste auch gar nicht, wer nach dem Drehbuch eigentlich hätte handeln sollen. Sie müssen sehen, 90 Abgeordnete des Deutschen Bundestags der Freien Demokraten sind völlig überrascht worden davon, von dem Ablauf. Nicht von dem Ampel aus, das wollten viele bei uns. Der gesamte Bundesvorstand ist damit nicht befasst worden. Ich habe die ganzen internen Kommunikationen jetzt hier auf dem Schirm und muss das erklären und muss sagen, ich hätte mir das in meiner 54-jährigen Parteimitgliedschaft in Führungsverantwortung auch so nicht vorgestellt, dass jemand so dumm, dass wir so dumm sind, einen Plan aufzuarbeiten, der dann nicht mehr aufgeht. Also es ist, sehen Sie mir das nach. Ich bin immer noch am Zweifeln, dass politisch vernünftige Menschen, die ein bisschen denken können, so verrückt sind, 10 oder 12 oder 18 Seiten aufzuschreiben, die dann, wie wir ja wissen, bei der FAZ, bei der Bild-Zeitung, bei der SZ oder bei der Zeit oder wo auch immer, irgendwann den Weg in die Öffentlichkeit finden. Wer war es denn nun? Wissen Sie das? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die letzte Fassung von Carsten Reimer gemacht worden ist am 5.11. Also nicht gemacht worden ist, ich weiß nur, das hat seine Kennung. Mehr weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur gehört, natürlich habe ich mich erkundigt, nur gehört, dass mehrere Mitarbeiter Überlegungen hatten, was zusammenzuschreiben, was an sich nicht schlimm ist. Was schlimm ist, ist, dass Carsten Reimann Bijan Cezaray darüber nicht unterrichtet hat. Dafür musste er jetzt auch tatsächlich die personellen Konsequenzen ziehen. Und noch einmal eine Organisation, in der Mitarbeiter von mir aus auch aus guten Gründen machen, was sie wollen, mit so toxischen Ergebnissen. Eine solche Organisation muss anders geführt werden. Und deshalb hat Bijan auch gesagt, ich bin nicht mehr der Richtige. Mhm. Wer meinen Sie, hat das Papier durchgestochen? Ich will solche Spekulationen nicht haben, aber ich weiß, seitdem ich in Berlin bin, seit 7 Jahren, dass alles, was irgendwie von Interesse ist, über kurz oder lang den Weg in die Medien finden. Früher war sehr viel bei, ich will nicht von der FAZ reden, aber sehr viel veröffentlicht worden bei Pioneer, also bei den Online-Medien, weil es dann schnell geht. Oder Bild ist ja auch mal ganz weit vorne und die Welt und Spiegel und SZ auf der anderen Seite auch. Also das haben sie in jeder Organisation. Die haben mit Sicherheit auch gleiche Papiere von den Grünen und den Sozialdemokraten. Insofern würde ich an deren Stelle mal die Füße ein bisschen weiter stellen. Das machen wir dann im nächsten Podcast. Heute geht es ja um die FDP. Aber nochmal die Frage, also ist doch derjenige oder diejenige, die dieses Papier geleakt hat, hatte ja einen Plan, wollte die FDP bewusst schädigen, oder? Das würden Sie doch schon auch so sehen. Naja, dass es gut ist für die FDP, sowas an die Zeit oder die Süddeutsche oder wie auch immer durchzustechen. Mhm. So dumm kann keiner sein aus der FDP. Also wäre es vielleicht jemand, der mal in der FDP war und jetzt nicht mehr ist? Nee, Sie wollen auch Volker Wissing anspielen, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt also Kenntnis davon hatte. Also ich glaube schon, dass es dann aus der Mitarbeiterebene kommt, aber darauf kommt es momentan gar nicht an. Ich kenne Volker Wissing lange und gut, denn er hat auch viel für die Freien Demokraten getan. Ich traue ihm nicht zu, jetzt mit hinterhältigen Methoden die Freien Demokraten schädigen zu wollen. Er ist aus der FDP ausgetreten, er gehört nicht mehr zur Familie und damit soll es auch sein Bewenden haben. Mhm. Was meinen Sie denn, wie das jetzt weitergeht? Ich meine, hat die FDP nicht jetzt einen enormen Ansehensverlust im Moment zu erleiden und die Bundestagswahl ist nicht lange mehr hin? Also eigentlich war Pech vorher schon da und jetzt kommt auch noch Unglück dazu, oder wie das ja, jetzt? Aber also ich habe so viele Wahlkämpfe in meinem Leben bereits bestritten und erfolgreich, die mit gleichen Ausgangsvoraussetzungen versehen waren. Ich mache mir da relativ wenig Sorgen, weil diese gespielte Empörung jetzt bei den anderen politischen Entscheidungsträgern sich einfach verflüchtigen wird. Die Menschen interessieren sich dafür auch nicht. Ich bin momentan zu Hause bei mir in Strande, also in Schleswig-Holstein, die Leute interessiert, wie es weitergeht mit dieser Existenz, wie es weitergeht mit der Wirtschaft. Die erhöhen jeden Tag, dass 1.000 Arbeitsplätze verloren gehen, das Unternehmen abwandern, alles mehr. Die haben das Problem mit der Integration von Geflüchteten. Mhm. Die sagen, das, was ihr denn in dieser Blase Berlin macht, diese Kinderspielereien, das ist gut für euch. Fühlt vielleicht auch Zeitung sein, aber es ist nicht gut für unser Leben. Uns interessiert, wie geht es in Deutschland die nächsten Jahre weiter. Das ist richtig, aber sie interessiert natürlich schon, wer und aus welchen Gründen diese Koalition gebrochen hat. Und bisher, um das noch einmal abschließend zu sagen, war ja das Narrativ schon, auch was ich persönlich geglaubt habe an den Abend, der Kanzler hat das geplant und hat den Christian Lindner vor die Tür gesetzt. Ich sage es erstmal flapsig, die konzentrierte Linie. Ja, das war ja auch so. Das sagt der Kanzler sagt ja selbst, ich habe mich entschieden. Ja. Und das ist auch gar nicht vorzuwerfen. Ich war ja nur jetzt, wenn jetzt rauskäme, sage ich jetzt nur mal, dass Christian Lindner von diesem Papier unterrichtet war, ja, und dass das sozusagen, was erstmal auf der Hand liegt, wenn da ein vorformuliertes Statement drin auftaucht, wenn die Abläufe klar gemacht werden, dann ist es erstmal, das müssen Sie doch jetzt auch als Mann des klaren Wortes so sehen, dann denkt man jetzt erstmal, das muss doch irgendwie mit dem Parteivorsitzenden abgesprochen worden sein. Wenn jetzt also rauskäme in den nächsten Tagen, dass Christian Lindner davon informiert gewesen wäre, dann wäre das ein massiver
Misstrauenssituation. Was denn? Es hätte auch nichts geändert. Der Kanzler hat gesagt, ich habe entschieden, Christian Lindner zu entlassen. Das ist auch in Ordnung so. Dann könnten wir uns vielleicht mit der Frage beschäftigen, wusste er, der Kanzler, vorher von diesem angeblichen Drehbuch und Plan? Das wäre natürlich auch eine interessante Frage, die er beantworten muss. Er hatte sich mit drei Reden vorbereitet auf den Abend. Ich war leider nicht dabei. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte der Koalitionsausschuss, das ist ein Parteigremium, ne, kein Regierungs- und kein Parlamentsgremium, der Koalitionsausschuss hätte dann unter meiner Mitwirkung nach dem Ultimatum, was der Kanzler Christian Lindner gestellt hat, also entweder ihr lockert die Schuldenbremse oder es ist Schicht im Schacht, wäre ich aufgestanden und gesagt, für mich ist jetzt zu Ende. Dann wäre ich rausgegangen und gesagt, der Kanzler hat uns gerade ein Ultimatum gestellt, die Sache ist zu Ende. Das ist ja nicht passiert. Und das deutet für mich eher darauf hin, weil ich die beteiligten Personen auch kenne, dass es dieses Drehbuch in ihrem Kopf jedenfalls so nicht gegeben hat. Denn das wäre die günstigste Gelegenheit gewesen, rauszugehen und zu sagen, die Koalition ist zu Ende. Aber noch einmal, egal wo ich hinkomme, alle sagen, Gott sei Dank ist diese Koalition zu Ende. Das ist sicher richtig. Gott sei Dank, also aus der Sicht der Bevölkerung, Gott sei Dank ist die Koalition zu Ende. Jetzt ist nur die Frage, was für Konsequenzen zieht die FDP? Und noch einmal nachgefragt, glauben Sie wirklich, dass Christian Lindner das volle Vertrauen der Partei weiter besitzt? Letzteres Jahr. Welche Konsequenzen ziehen wir? Wir gehen jetzt in einen wunderbaren Wahlkampf und beschäftigen uns mit den anderen, die um uns herum im Wettbewerb stehen. Wir werden diesen Wettbewerb bestreiten und auch gewinnen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Denn noch einmal, für die Menschen geht es um die Frage, wie geht es weiter mit unserer Existenz in Mitteleuropa, mit unserer Möglichkeit, dass unsere Kinder auch glücklich und gut aufwachsen können, ohne bedroht zu werden, dass sie eine ordentliche Bildung bekommen? Das sind die zentralen Fragen. Und dann sage ich Ihnen, Sie sehen, ich bin schon voll im Wahlkampfmodus. Wenn die Sozialdemokraten jetzt überall plakatieren, wir kämpfen für irgendwas, ne, dann sage ich, das ist ja locker schön für euch, aber ihr seid in den letzten 26 Jahren 22 Jahre in Regierungsverantwortung gewesen. Ihr kämpft also quasi gegen eure eigene Politik, das merken die Leute und deshalb darf man weder dem Kanzler noch den anderen Vertrauen schenken. Das war jetzt schon eine kleine Wahlkampfrede, die Sie gehalten haben, da kommen wir sicherlich... Ja, wenn ich schon bei Ihnen bin, muss ich das... Die Kollegin Friederike Haupt, die Sie ja sicher kennen, auch aus der Lektüre über Ihre Partei, hat vorhin gesagt, hat sie persönlich angesprochen und nochmal, das soll ich jetzt weitergeben, wenn es doch, wie sie aus der FDP hört, andere Papiere gäbe, die anderen Szenarien geschrieben hätten, dann würde sie die gerne sehen, um jetzt auch sozusagen etwas Entlastendes zu schreiben. Also falls Sie etwas hören, Herr Kubicki, ja, aber dann geben Sie das bitte an Frau Haupt. Dann würde ich die auch gerne sehen und ich kann Ihnen sagen, wenn mir was in die Hände fällt, vor wem auch immer, was wirklich entlastend ist, wahrscheinlich gibt es ein Papier, Fortsetzung der Koalition oder so, dann lade ich Ihnen das zu, aber ich kenne definitiv nichts und man kann über mich streiten, wie man will, aber dass ich die Unwahrheit sage, bewusst lüge, ist in meinem Leben bis auf ganz wenige Ausnahmen im privaten Bereich noch nicht vorgekommen. Wir nehmen Sie beim Wort, Herr Kubicki. Vielen Dank für Ihre Zeit, alles Gute, bis bald. Okay, danke sehr. Ciao. Tschüss. Ciao. Glauben wir mal, dass er nichts von dem Papier wusste? Glauben wir Wolfgang Kubicki auch, dass er das Aufschreiben so eines Papiers wirklich für komplett irre hält? Es bleibt trotzdem ein Unglaube zurück, dass dieses Papier keine weiteren Konsequenzen für die FDP und ihre Spitzen haben soll. Das war heute ein Schicksalstag für die FDP. Einer jener Tage, die über die Zukunft einer Partei entscheiden. Wie es weitergeht, völlig offen. Nächste Woche ist mein Kollege Felix Hoffmann eigentlich mit Christian Lindner zum Interview verabredet. Ob es dazu kommt, wir werden sehen. Heute jedenfalls wollte außer Kubicki niemand aus der FDP mit uns sprechen. Das an sich ist ja schon ziemlich vielsagend. Der politische Liberalismus in Deutschland ist jedenfalls in einer schweren Krise durch ein stilloses Papier, das das Wort Verantwortung durch Strategie ersetzt, ist jetzt viel Vertrauen verloren gegangen. Das muss man erst einmal wieder zurückgewinnen. Da muss man jetzt erstmal wieder richtig rauskommen aus diesem Schlamassel. Mal schauen, ob das Christian Lindner gelingt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas Interessantes über die FDP wissen oder sagen wollen oder gar weitere Strategiepapiere kennen, dann schreiben Sie uns gerne unter podcast@faz.de. Wir werden das Thema FDP so oder so weiterverfolgen hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Am Ende dieser ereignisreichen Woche danke ich, Simon Strauß, Ihnen, liebe Hörer und Hörer, sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke auch an Corinna Budras, die heute viel geholfen hat, und auch an Michael Götz und Matthias Hartmann für Ihre Unterstützung. Ihnen jetzt ein gutes Wochenende.